liebe Modellbahnfreunde, ich war mal wieder im Eisenbahnladen und da konnte ich nicht widerstehen. Da lag eine Lok rum, die musste meine werden, aus dem ANV. Steht gar nicht dran, die Nummer. Und zwar eine 290 von Rocco. Und da habe ich schon was vorbereitet. Ich habe den Sounddecoder. Ja, hier liegt schon einiges. Ich habe jetzt hier 4V100 noch stehen. Besser gesagt 110er. Die will ich umbauen und digitalisieren. Aber heute soll es um die BR290 gehen. So, Zurüstteile. So, da hole ich euch mal näher ran. So, zu öffnen geht es, wenn man den Schornstein rauszieht. Das Dach abhebt und dann sollte sich das alles lockern. So, das haben wir schon offen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da unten den Lautsprecher drunter kriegen. Das ist ein volles Gewicht, ich merke das schon. Da wird es ein bisschen eng für den Lautsprecher. Jetzt muss ich selber gucken. Das kommt von unten. Ja. Wir haben am Außen
Da ist der Gleisanschluss. Das soll ein Sternchen sein, wo der eins ist. Wenn du mich so fragst, ich sehe kein Sternchen. Wenn man es so hält, ist da der eins. So, und da ist die 8, dann dort oben. Also müsste es so rum rein. Tja, ich glaube, die können wir nicht digitalisieren. Das passt gar nicht hin. Das passt nicht. Das ist viel zu sperrig und zu groß. Wir kriegen den Decoder gar nicht unter. Bei der anderen egal wie rum ich den drehe. Das passt nicht. Also, der Decoder passt hier nicht rein. Schade. Schade. Dann landet sie in der Vitrine. Ganz einfach. Also selbst in das Führerhaus, da ist es zu klein. Und hier an der Seite, nee, das passt auch nicht. Hier hätte ich einen Lautsprecher. Ja, passt nicht. Geht nicht, wird nichts. Also die 290 passt nicht rein. Selbst unter die Platine. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ich schraube die mal locker. Nee, passt nicht rein. Das ist zu schmal. Wie gesagt, der Lautsprecher hätte hier reingepasst. Passt nicht.
Dann müssen wir mal gucken. Wir haben doch normale Decoder. Hier rumliegen. Hier liegt noch eine 110. Der könnte hier ins Fahrerhaus passen. Der hier Kurzschluss? Nein, der ist isoliert. So, also ein normaler Decoder passt rein. Doch, ist fest. Mehr ist es nicht. So, da wollen wir mal zum Programmieren gehen. Mal sehen.